Da geht es schon hier weiter mit Herrn Hörnemann, ein Mitarbeiter der OR7 GmbH aus Gelsenkirchen. Herr Hörnemann wird uns mitnehmen zu einem Deep Dive mit einem Hacker. Da ist er. Wunderbar. Hallo, Herr Hörnemann. Hallo. Geht es Ihnen gut? Mir geht's gut. Und selbst? Es ist wunderbar. Mir geht es auch gut. Und ich freue mich schon sehr auf Ihren Vortrag. Können Sie schon loslegen? Ich kann schon loslegen. Ich muss einmal den Bildschirm teilen. Gut, dann bin ich raus und gebe die Bahn frei für Sie. Viel Spaß. Dankeschön. Ja, hallo zusammen. Wie schon angekündigt, mein Name ist Jan Hörnemann und ich komme von der OR7 GmbH und habe die Freude, die nächsten 20, 25 Minuten einen kleinen Exkurs in die IT-Sicherheit zu geben aus der Hacker-Perspektive. Der Vortrag heißt, wenn Daten auf Reisen gehen, Deep Dive mit dem Hacker. Genau, ich habe schon erwähnt, ich komme von der OR7 GmbH und wir kommen aus dem wunderschönen Gelsenkirchen. Und hier haben wir tatsächlich ein schönes Bild von Gelsenkirchen und zwar von dem Wissenschaftspark. Und genau in diesem Wissenschaftspark sitzen wir halt. Aktuell sitze ich da nicht, aufgrund von Corona, aber grundsätzlich befindet sich die OR7 im Wissenschaftspark in Gelsenkirchen. Das ist die OR7 GmbH. Sie können hier die beiden Geschäftsführer sehen und ich bin direkt dahinter. Und ja, ich habe schon erwähnt, dass wir jetzt versuchen, das einmal aus Hacker-Perspektive zu sehen. Und wir wurden für diesen Vortrag ausgewählt, weil wir eigentlich 24 Stunden bzw. 40 Stunden die Woche Hacker sind. Das heißt, wir machen viele Live-Hacking- und Awareness-Shows. In diesen versuchen wir wirklich die Hacker-Perspektive zu zeigen, um den Zuhörern zu erklären, warum ein 16-stelliges Passwort sinnvoll ist, warum ein schlechtes Passwort zum Beispiel schnell geknackt werden kann. Wir haben eine eigene, ja, Digital Risk-Plattform. Dort wird ein Unternehmen von außen gescannt, wie es ein echter Hacker wirklich tun würde. Und wir geben eine kurze Einschätzung darüber, wie stark das Unternehmen tatsächlich angreifbar ist. Also wie viele Informationen finden wir von außen und welche Einschätzung wir geben würden, wie gefährdet das Unternehmen für einen Angriff ist. Wir bieten den ganz klassischen Penetrationstest an. Das ist ja wirklich quasi Hacker sein. Wir werden beauftragt, eine Webseite zu untersuchen und versuchen, möglichst viele Schwachstellen zu finden. Und auch aufgrund von Corona sind IT-Schulungen und Seminare sehr groß geworden. Also das Thema Homeoffice ist ja riesig groß. Ich meine, wir haben ja vorhin einen Vortrag zum Thema Homeoffice gehört und wir bieten verschiedene Online-Seminare, Online-Schulungen zu solchen Themen an. Diese ganzen Sachen mache ich quasi rund um die Uhr, machen unsere Mitarbeiter, meine Chefs, alles rund um die Uhr. Das Besondere an der Folie ist nicht das schöne GIF, auch wenn es ganz lustig ist, sondern die drei Fragen, die Sie in Türkis unten sehen. Und zwar, wie gehen Kriminelle vor? Welche Sicherheitslücken gibt es? Und was ist das tagesaktuelle IT-Geschehen? Ich habe schon erwähnt, dass wir versuchen, immer alles aus Hacker-Perspektive zu sehen. Das heißt, ich versuche, ein Passwort nicht aus Nutzersicht zu sehen, sondern sozusagen, wie kann ich mir das gut merken? Sondern ich versuche es aus Hacker-Perspektive zu sehen und versuche, irgendwie da ranzukommen oder das Passwort zu knacken. Und ja, die IT-Sicherheit ist ein schnelles Geschäft, sage ich mal. Also es gibt jeden Tag neue Sicherheitslücken, irgendwelche neuen bekannten Datendiebstähle oder andere Geschichten. Und wir versuchen da immer auf dem aktuellsten Stand zu sein und zum Beispiel den Penetrationstest immer nach den aktuellen, ja, Technologiefortschritten durchzuführen. Das Ganze machen wir quer durch Deutschland verteilt. Also hier haben wir mal ein paar aufgelistet. Vielleicht ganz interessant ist dieses Green also IVF. Das ist ein Unternehmen, was sich um künstliche Befruchtung kümmert. Und bei künstlicher Befruchtung denkt man ja jetzt nicht direkt an die IT-Sicherheit, aber selbst solche Unternehmen, also mittlerweile braucht nahezu jedes Unternehmen jemanden, der sich mit IT-Sicherheit auskennt oder einen Ansprechpartner zumindest, denn die IT-Sicherheit wächst und wächst und wird immer wichtiger. Hier haben wir einmal 7 verschiedene Gründe herausgesucht, warum das Risiko für die IT-Sicherheit immer mehr zunimmt. Wir haben auf der linken Seite einmal Cloud Computing. Das ist immer noch ein Riesenthema. Also alles wird in der Cloud gespeichert. Aber was ist die Cloud? Sind meine Daten da sicher? Das ist ein großes Thema. Die E-Mail-Nutzung. Jeder benutzt die E-Mail im Geschäftskontext, aber die E-Mail ist das unsicherste Kommunikationsmittel, zumindest so, wie es die meisten benutzen.
Wir haben kein internationales Identity Management. Das heißt, ich kann mir Fake Accounts erstellen. Ich kann falsche Namen verwenden. Und ja, ein großer Punkt ist immer noch der hier oben. Also viele Leute haben gar nicht die Zeit dafür, sich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen. Ich meine, alle Leute aus der IT-Sicherheit beschäftigen sich 40 Stunden damit die Woche und selbst die haben kaum eine Chance, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Und da ist es für einen, der nicht aus dieser Branche kommt, quasi unmöglich, wirklich geschützt zu sein. Die Folie muss ich jetzt einmal zeigen, weil wir jetzt tatsächlich gleich einmal hacken. Und das sollten Sie nicht nachmachen, denn dann begehen Sie eine Straftat. Ich begehe keine Straftat, weil wir greifen Konten an, die wir selbst kennen, aber auf Live-Systemen. Und was wir jetzt gleich machen, das dient nur, damit Sie Ihr Risiko besser einschätzen können und quasi daraus lernen. Aber Sie sollen das definitiv nicht nachmachen und ich möchte Sie nicht anstiften, eine Straftat zu begehen. Und zwar reden wir kurz über Passwörter. Ich weiß, Passwörter ist so ein Thema in der IT-Sicherheit, was jeder schon häufig gehört hat. Wir haben auch im vorherigen Vortrag kurz darüber gesprochen, dass 16-stellige Passwörter Sinn machen. Aber wir versuchen Passwörter kurz aus Hacker-Perspektive zu betrachten. Und zwar habe ich die meistgenutzten Passwörter aus Deutschland mitgebracht. Und hier gibt es teilweise Unterschiede. Also es gibt immer mal neue Listen, wo die Passwörter in einer anderen Reihenfolge sind. Aber die Grundaussage von diesen Top 5 Passwörtern in Deutschland ist nicht, dass Hallo das meistbenutzte Passwort ist, sondern dass einfach grundsätzlich die Passwörter, die die Leute benutzen, viel zu schwach sind. Also das Passwort kein gutes Passwort ist, hoffe ich, dass ich Ihnen das nicht sagen muss. Jedoch zeigt die Realität, dass viele Leute tatsächlich ihre Daten, ihre Online-Accounts viel zu schwach schützen. Weltweit ist es sogar noch katastrophaler. Und diese ganzen Daten habe ich nicht, weil wir quasi so viele Unternehmen gehackt haben, sondern weil andere Hacker das geschafft haben. Ich habe schon erwähnt, dass es immer große Datendiebstähle gibt. Und es ist ein leichtes, an eine Liste zu kommen, in der beispielsweise 100.000 verwendete E-Mail-Adressen mit deren Passwörtern drinstehen. Ich habe eine Liste einmal mitgebracht. Hierzu gehe ich in eine virtuelle Maschine. Da ist einfach nur ein anderer Computer. Und ich mache das mal einmal ein bisschen größer. Und ich zeige Ihnen mal eine Liste, in der solche E-Mail-Adressen und Passwörter drinstehen. Sie sollten jetzt nicht mitschreiben, weil es sich um sensible Daten handelt und Sie die nicht ausnutzen dürfen. Wir haben hier zum Beispiel, das hier oben ist uninteressant für uns, das ist so Encoding und sowas, aber hier ist es interessanter. Also wir haben hier eine Liste, die man im Internet tatsächlich kaufen kann für sehr, sehr wenig Geld. Und hier hat ein Hacker diese Liste quasi verkauft und sagt, auf einer Webseite gab es den Nutzer check007@hotmail.com und der hat dort das Passwort Tolora verwendet. Und genau dies ist der Grund, warum Passwörter nicht mehrfach verwendet werden dürfen. Weil wenn ich einmal solch ein Passwort irgendwie entdeckt habe oder einmal geknackt habe, kann ich versuchen, mich damit auf diversen Plattformen anzumelden. Und wenn ich Glück habe, finde ich sogar den E-Mail-Zugang, also dass ich auf die E-Mail-Adresse Zugang habe und kann nun alle Passwörter zurücksetzen. Ich möchte Ihnen nun einen Angriff tatsächlich zeigen auf ein Live-System, der zudem einmal verdeutlichen soll, warum schlechte Passwörter nicht verwendet werden. Ich starte diesen Angriff einmal. Ich mache das Fenster ein kleines bisschen kleiner. Und hier wird jetzt gerade ein Live-System angegriffen. Also das ist nicht gefaked, sondern dabei handelt es sich tatsächlich um ein Live-System. Einen sehr, sehr großen deutschen E-Mail-Anbieter. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der ein oder andere Zuhörer dort einen E-Mail-Account registriert hat. Und bei diesem E-Mail-Anbieter ist es möglich, so viele Anfragen zu stellen, wie man möchte. Also das Fenster ist hier gerade leider ein bisschen unglücklich abgeschnitten, aber Sie sehen hier hinten immer, dass ein Passwort ausprobiert wird. Und im Augenblick, also wenn Sie das langsam sehen würden, würden Sie erkennen, dass Sie jedes Wort, was ausprobiert wird, als Passwort lesen können. Es handelt sich nämlich um deutschen Duden. Also in diesen wenigen Sekunden, in denen wir das hier durchführen, wird der E-Mail-Account HartmannPeter76 angegriffen und wir versuchen diverse Passwörter. Und wir haben jetzt schon binnen einer halben Minute 180 Passwörter ausprobiert. Und dies zeigt, dass selbst heute, das ist ein Live-Angriff, E-Mail-Systeme und andere Webseiten nicht sicher genug sind vor solchen einfachen Angriffen. Und deswegen ist ein möglichst langes und kompliziertes Passwort wirklich sinnvoll. Ich breche das einmal ab. Das wird tatsächlich zum Erfolg führen, aber so viel Zeit haben wir leider nicht.
Und wir haben vorhin einmal kurz in dem vorherigen Vortrag thematisiert, das geht doch gar nicht. Ich kann mir kein 16-stelliges Passwort merken, ohne zum Beispiel KeePass zu benutzen. Und es geht vielleicht doch mit einem kleinen Trick. Und zwar kann man sich einen Satz nehmen, zum Beispiel den Satz, ich kann mir mein Passwort nicht merken. Und wir verändern den jetzt so Schritt für Schritt. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel nur die ersten Buchstaben, das I, das K, das M, das M und so weiter, fügen eine Zahl ein, zum Beispiel aus dem Teil ein eine 1 zu machen, können den Rest wegschmeißen und das Passwort vielleicht durch eine Endung noch spezialisieren. Das heißt, Sie benutzen zum Beispiel für Amazon Ihr guten Passwortstamm mit der Endung AMA und für Facebook mit der Endung FA. So umgehen Sie das Problem, dass Sie nicht für jede Website sich einen neuen kompletten Satz ausdenken müssen, sondern dass es reicht, die Endung ein bisschen anzupassen. Aber dieser sehr, sehr gute Passwortstamm ist ein 15-stelliges Passwort, glaube ich, in diesem Fall. Hat Sonderzeichen, Groß- und Kleinbuchstaben, steht in keinem Wörterbuch und hat keine persönlichen Informationen von Ihnen. Dementsprechend ist das ein gutes Passwort. Und mit dieser Methode können Sie sich 10 bis 15 Passwörter sehr, sehr gut merken. Eine ganz lustige Geschichte wollte ich einmal kurz erwähnen. Das ist schon 2-3 Jahre alt und dort hatte ein elfjähriges Mädchen, ich glaube aus Amerika, ich bin nicht amerikanisches Mädchen, die Idee, sichere Passwörter zu verkaufen. Und sie hat, diese Passwörter werden mit Hilfe von klassischen Spielwürfeln erstellt. Sie hat sich dort ein System ausgedacht, wie sie wirklich gute Passwörter erstellen kann. Und sie verkauft sichere Passwörter und schickt diese dann mit einem Brief zu. Das ist eine ganz lustige Idee und eigentlich auch interessant, dass eine Elfjährige erkannt hat, dass es bei dem Thema Passwort wirklich Nachholbedarf gibt. Für diejenigen, die super viele Accounts haben und denen 15 bis 20 Accounts nicht reichen, gibt es das Thema Passwortmanager. Ich gehe hier einmal etwas schneller durch und gehe jetzt auf die wichtigsten Fakten ein. Also wir empfehlen das Verwenden von einem Passwortmanager, weil es einfach in der Praxis gut anwendbar ist. Das heißt, Sie müssen sich wirklich keine Passwörter mehr merken, außer das eine. Und es werden sichere Passwörter erstellt. Das ist ein leichter Schutz vor Phishing, denn der Passwortmanager erkennt, ob ich auf einer echten Seite bin oder nicht. Es hilft bei der Frage, wo bin ich überall angemeldet. Und ja, es gibt On- und Offline-Varianten, das hat der Vorredner schon ganz kurz thematisiert. Es gibt viele verschiedene Passwortmanager und es gibt bestimmt für jeden auch einen, der den eigenen Bedürfnissen entspricht. Das heißt, vielleicht ein Online-Passwortmanager für ein Unternehmen, vielleicht eine Offline-Variante für zu Hause. Und wenn man wirklich sich ein bisschen sicherer im Internet bewegen möchte, hilft ein Passwortmanager extrem. So, ungefähr 10 Minuten habe ich noch, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht 5, 6. Wir sprechen ganz kurz über Social Media, denn wir wollten hier in diesem Vortrag über Daten reden und die meisten Daten befinden sich in Social Media. Speziell beschäftigen wir uns jetzt mit Instagram. Und zwar gibt es dort sogenannte Hashtags. Wir haben hier unten den Hashtag Boarding Pass. Das ist quasi eine Kategorie, die jeder Nutzer selbst entwickeln darf. Das heißt, hier hat der Account Siko Ali Akbar unter dem Hashtag Boarding Pass dieses Foto veröffentlicht. Und der hat einen Fehler gemacht, denn auf diesem Bild befindet sich noch der QR-Code. Und QR-Code ist nichts außer Text, den wir als Menschen nicht lesen können, aber Maschinen können das lesen. Das heißt, ich lade mir das Bild herunter, füge das in einen Scanner ein und anschließend sehe ich, was sich quasi hinter dem QR-Code befindet. Und in diesem Fall befindet sich in dem QR-Code neben dem Nachnamen, dem Vornamen, der Airline und solche Geschichten auch der Buchungscode. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich in letzter Zeit sind Sie eher selten geflogen, aber in der Vergangenheit, wenn Sie online ein Ticket reserviert haben oder online Check-in gemacht haben, dann brauchen Sie diesen Buchungscode und den korrekten Nachnamen, um sich anzumelden. Das heißt, ich gehe auf die Seite von der Airline, gebe genau hier diesen Buchungscode ein und den korrekten Namen. Und all diese Daten habe ich mir quasi erhackt. Und anschließend bin ich angemeldet. Und so habe ich diverse Daten. Ich habe die richtigen Ticketnummer, ich habe eine private E-Mail-Adresse, ich habe die Anschrift, weil etwas bestellt wurde oder gekauft wurde, das heißt, ich habe auch eine Anschrift. Ich habe eventuell Buchungsdetails wie eine Kreditkartennummer. Ich kann Meilen sammeln, das heißt, der Herr Akbar fliegt durch die Gegend und ich sammle schön Meilen auf meinem Konto. Und das Gemeinste ist, dass ich tatsächlich den Flug umbuchen kann. Das heißt, der Herr Akbar postet ein Bild von seinem Flug
und ich sitze zu Hause und sage, du fliegst wahrscheinlich erst nächste Woche. Und das alles, weil ein falsches Bild bzw. ein falscher QR-Code ins Internet gekommen ist. Deswegen ist bei Bildern immer wirklich Vorsicht geboten. Ein weiteres gutes Beispiel für Bilder ist dieser Fall aus Frankreich. Hier vorne ist ein französischer Agrarwissenschaftsexperte und der hat ein Live-Interview bei dem TV-Sender Tele Monde, heißt er glaube ich, gehalten. Und 10 Minuten nachdem dieses Interview live war, waren sämtliche Social-Media-Accounts von diesem Fernsehsender übernommen worden. Und das liegt daran, dass hier hinten die Klartext-Passwörter stehen mit der dazugehörigen E-Mail-Adresse. Das heißt, nicht nur die Privatpersonen, sondern selbst große TV-Sender schaffen es, Passwörter in so einer Art und Weise zu veröffentlichen. Und als Privatperson sollte man besonders aufpassen bei solchen Challenges, wie zum Beispiel die Ice Bucket Challenge oder in diesem Fall die Flip My Cube Challenge. Bei dieser Challenge ging es darum, den Arbeitsplatz zu fotografieren, hochzuladen und die Community soll einem sagen, wie man den verschönern kann. Nur selbst Informatiker haben es geschafft, hier Serverkonfiguration und hier hinten rechts Firewall-Einstellungen zu veröffentlichen. Und solche Bilder bekommt man aus dem Internet nicht mehr raus. Auch ein gutes Beispiel sollte man eventuell auch nicht zwingend machen, eine Kreditkarte zu veröffentlichen. Funktioniert übrigens nicht mehr, also müssen Sie gar nicht ausprobieren. Und ja, Daten ist ein Riesenthema und umso mehr Sie bei Social Media preisgeben und umso mehr Sie generell preisgeben, umso mehr Informationen hat auch ein Angreifer. Das heißt, wenn ich diese ganzen Informationen über Sie habe, kann ich diese alle verarbeiten und irgendwie benutzen. Ich kann versuchen, Ihr Passwort zu knacken. Ich kann versuchen, Sie zu phishen, indem ich sage, dass ich ein Arbeitskollege bin oder ich der Fußballtrainer von Ihrem Sohn bin. Und diese ganzen Daten kann ich verwenden, um Sie zu hacken beziehungsweise Sie so zu manipulieren, dass Sie mir glauben. Und eine Möglichkeit, um Vertrauen zu schaffen, sind noch Fake-Accounts. Und hier habe ich ein ganz kurzes Rätsel quasi zum Schluss mitgebracht. 1-2 Minuten habe ich noch. Eine dieser Personen existiert nicht. Sie können mal 5 Sekunden drüber gucken, ob Sie erkennen, welche Person existiert und welche nicht. Tatsächlich existiert die rechte Person. Also das rechte Bild ist, glaube ich, von Pexels, also ist lizenzfrei. Das dürfen wir benutzen. Und das linke Bild, das existiert in diesem Sinne nicht. Das ist von einer Seite, die uns automatisiert falsche Bilder erstellt. Die Seite können wir mal eben aufrufen, wenn das Internet mitmacht. Die hat einen sehr sprechenden Namen. Die Seite heißt This Person Does Not Exist. Und wenn man die Seite aufruft, wird automatisch ein Bild erstellt von einer Person, die es nicht gibt. Wenn wir die Seite neu aufrufen, bekommen wir ein neues Bild. Und so kann man sehr, sehr schnell Fake-Accounts erstellen und so versuchen, sie zum Beispiel sich zu vernetzen bei LinkedIn und so Vertrauen zu gewinnen. Diese 4 Bilder sind noch weitere gute Beispiele für diese Webseite. Das geht auch manchmal ein bisschen schief. Hier ein bekannter Fall, wo eine chinesische Livestreamerin sich quasi immer einen Filter aufgesetzt hat. Auch relativ spannend. Und grundsätzlich aufpassen, wem Sie vertrauen, welche Daten Sie veröffentlichen und nicht von einem einfachen Bild täuschen lassen, denn mittlerweile können Bilder super schnell gefälscht werden. Es gibt den 3-Sekunden-Check vom BSI, den ich Ihnen hier einmal schnell mitgeben möchte. Sie sollten sich vor jeder Nachricht fragen, macht es Sinn, ist der Betreff sinnvoll? Habe ich wirklich was bei Amazon bestellt? Ist die E-Mail wirklich von Amazon oder ist die vielleicht von einem ganz komischen Absender? Und erwarte ich einen Anhang? Denn Angreifer versuchen immer über einen Anhang oder einen Link irgendwie zum Beispiel ein Malware auf ihrem System zu installieren. Diese 4 Tipps würde ich Ihnen gerne noch mitgeben. Und zwar, E-Mail-Anhänge sind immer noch der Einfallsvektor Nummer 1. Updates sind nervig, aber sinnvoll. Also früher hieß es ja, dass man Windows nicht unbedingt updaten soll, weil es sonst alles nicht mehr funktioniert und so. Das ist nicht mehr so. Sie sollten Updates definitiv durchführen. Sie sollten Backups anlegen. Denn nahezu jeder kann irgendwie angegriffen werden oder wurde schon mal angegriffen, man weiß es gar nicht. Sie sollten immer ein Offline-Backup haben von all Ihren wichtigen Sachen. Und den letzten Punkt haben Sie schon erfolgreich durchgeführt. Sie sollten halbwegs auf dem aktuellen Stand bleiben. Also schauen Sie in die Nachrichten,
machen Sie solche Vorträge mit und versuchen Sie irgendwie, sich ein bisschen bei IT-Sicherheit zu informieren. Und mit diesem Wort würde ich in die Fragerunde überleiten und freue mich darauf, Ihre Fragen entgegenzunehmen. Wahnsinn, Herr Höhnermann, das ging ja sehr schön und es war sehr informativ. Vielen Dank. Dankeschön. Werden Sie, wenn Sie Freunde oder Familie besuchen, alleine im Wohnzimmer gelassen oder ist dann immer irgendjemand bei Ihnen? Wohnzimmer, wenn da so ein Laptop rumsteht oder so? Naja, so schlimm ist es nicht. Braucht man ihn da noch? Meine Familie, ja. Okay, aber Freunde nicht mehr, das ist vorbei. Na, ganz interessant, wenn ich die Sekunde noch habe, bei diesen Live-Hacking-Vorträgen haben viele der Zuhörer tatsächlich immer Angst, dass wir die Zuhörer an sich hacken. Also, dass wir zum Beispiel ein Handy übernehmen oder sowas, aber sowas machen wir gar nicht mehr. Nicht mehr. Okay. Damit kann man ziemlich auf die Nase fallen, aber also grundsätzlich, wir machen nichts Kriminelles, weil wir wollen keine Straftat begehen. Und wenn man einen Vortrag von uns buchen möchte, muss man keine Angst haben, dass wir die Person hacken. Okay, das ist gut zu wissen. Gut zu wissen. Die West7 GmbH macht keine bösen Dinge. Das ist sehr schön. Frank, hast du Fragen für uns? Ja, erstmal fange ich mit einer Anmerkung an. Ich glaube, Schalke 04 war auf der Passwortliste in Deutschland eben auf Rang 2. Und es kommt die Frage, warum Schalke 04 da nicht auf Rang 18 steht. Ja. Ich glaube, da müssen wir jetzt keine Antwort drauf. Das fragst du in Gelsenkirchen. Ja, okay. Genau. Gerade nach Gelsenkirchen die Frage. Richtig tief einmal reintreten. Oh Mann. Ja, ich hoffe, Sie sind kein Schalke. Die Frage, die hier kommt, wahrscheinlich jemanden, der dem Schulsystem oder Ähnlichem nahesteht. Gibt es diese Passwort- oder Awareness-Schulungen auch für Schulen, um vielleicht im schulischen Betrieb schon in früher Kindheit, sage ich mal, die Jugendlichen darauf aufmerksam zu machen, wie man ein sicheres Passwort generiert? Ein ganz klares Ja. Also ich glaube, jetzt mal 2020 ausgenommen, in den Jahren davor haben wir die meisten Vorträge mit einem Kooperationspartner in Schulen gemacht. Das heißt Siebtklässler, Achtklässler, Neuntklässler, aber auch Lehrer und die Oberstufen. Und wir haben einen eigenen Tarif für gemeinnützige und Bildungseinrichtungen. Und da kann man sich gerne auf unserer Seite mal umschauen. Also ausdrücklich Ja. Okay, klare und eindeutige Antwort. Ja, die Frage nach den Kosten. Was kostet ein Hacktest? Ich denke, entscheiden Sie, wie genau Sie darauf antworten möchten. Diese Schulungen, da sind die Preise, glaube ich, sogar öffentlich. Und bei den Penetrationstests hängt es halt von den Systemen ab, von wie viele Personentage, in Personentagen wird das immer gerechnet. Also einfach mal ein Angebot stellen, wenn man da wirklich konkrete Probleme hat. Okay. Wie sicher sind Passwortmanager, wie zum Beispiel KeePass? Sehr beliebte Frage. Das ist so, ein Stück weit muss man da das Vertrauen abgeben. Also ich habe kurz erwähnt, es gibt Offline- und Online-Varianten. Bei den Online-Passwortmanagern hat man halt wirklich all seine Passwörter auf einem fremden System und muss demjenigen vertrauen. Aber bei der Offline-Variante ist man dafür zum Beispiel selbst zuständig. Also man kann sich einen Offline-Passwortmanager auf sein eigenes System laden und dann ist man selbst für die Sicherheit quasi zuständig. Also man muss entweder vertrauen und online benutzen oder nicht vertrauen und offline benutzen. Dann haben wir noch eine Frage, ich denke, die geht in Richtung von unbedachtes Öffnen von Anhängen. Da steht, geht aber oft genug, zum Beispiel bei Online-Bewerbungen in der Personalabteilung. Das sind, glaube ich, die Fälle, wo Fake-Bewerbungen abgeschickt werden, die in Trojaner oder Schadsoftware enthalten. Wie geht man sicher mit Anhängen um, ich denke, in diese Richtung geht die Frage, wie geht man sicher mit Anhängen um, von denen man wahrscheinlich in der Personalabteilung überhaupt nicht entscheiden kann, ist das jetzt ein Fake oder ist das eine echte Bewerbung? Das ist ein riesiges Problem. Also Sie haben ja das mit den Bewerbungen angesprochen, das ist ein riesiges Problem. Es gibt, also eine Möglichkeit ist immer, dass man nur PDF-Anhänge quasi akzeptiert und sowas, so zum Beispiel ZIP-Archive, gar nicht akzeptiert und gar nicht öffnet. Oder es gibt, da kann man mal nach Google, nach der Healbox, das ist quasi ein System, was aufgesetzt ist, was man, glaube ich, für 40 Euro kaufen kann, was wir mitentwickelt haben, wo sie quasi einen eigenen Computer dafür haben, Anhänge zu öffnen, wo sie sich nicht sicher sind, also in einer sicheren Umgebung quasi. Mhm.
kommt direkt etwas zurück, aber selbst PDF-Dokumente seien ja kompromittierbar, zum Beispiel mit Ransomware. Ja, aber ja, das stimmt. Aber in der Praxis ist es halt super schwierig umzusetzen. Ja, es gibt keine richtige Antwort darauf. Also hundertprozentig richtig, selbst PDF ist nicht hundertprozentig sicher. Also wenn man es ganz sicher haben möchte, ist die Healbox, was ich gerade schon erwähnt habe, ein gutes System. Ansonsten vielleicht gar keine Anhänge zulassen. Aber es ist ein großes Thema. Also da ist auch noch nicht alles möglich, leider. Gut. Anhänge mit einem Rechtsklick per Virenscanner scannen lassen, bietet wahrscheinlich auch nur dann Schutz, wenn Sie keinen ganz aktuellen oder neuen Virus haben. Ist das sicher? Ist das richtig so? Ist richtig so. Okay. So, dann haben wir noch, kann das Öffnen einer E-Mail ohne Anhänge schon ein Risiko sein, ja oder nein? Nein, also man kann tatsächlich, selbst wenn man, also man hat ja zum Beispiel Thunderbird oder irgendeinen anderen Client und man kann die E-Mail öffnen, ohne dass was passiert. Und es gibt immer drei Einfallsvektoren, also einen Anhang, einen Link oder dass man aufgefordert wird, Informationen preiszugeben. Also man kennt ja klassisch die E-Mail von einem nigerianischen Prinzen, der mir 1 Million Dollar schickt, wenn ich ihm 10 Dollar schicke. Das ist halt die andere Alternative, aber ansonsten kann nichts passieren. Also allein indem ich die Mail, sag ich mal, ins Vorschaufenster hole oder durchlese, passiert in der Regel nichts. Der Abmeldelink eines Newsletters. Ja. Kann sich dahinter ein Risiko verbergen? Also generell bei Links würde ich da mal drauf beziehen. Das Problem ist, dass bei einem Link, der kann professionell so verfälscht sein, dass sie nicht genau wissen, wo sie landen. Und wenn sie dann zum Beispiel auf einer geklonten Seite landen, die ähnlich aussieht, können Informationen abgefragt werden oder vielleicht versteckt sich sogar Ransomware. Also bei Links immer genau darauf achten, wohin man wirklich geleitet wird. Okay, das heißt dann einfach mal mit der Maus über diesen Button gehen, gucken, genau, was unten links in der Zielzeile auftaucht und skeptisch werden, wenn da irgendwas völlig anderes steht. So, wir haben noch 2 Minuten. Können wir gerne noch nutzen. Was ist mit eingeschriebenen E-Mails, wo eine Empfangsbestätigung angefordert wird? Kann eine Empfangsbestätigung ein Einfallsvektor sein? Habe ich so noch nicht gehört. Das heißt nicht, dass es das nicht sein kann, aber ist mir noch nicht zu Ohren gekommen, dass eine Empfangsbestätigung schadhaft sein kann. Gut. So, letzte Frage, denke ich, die wir noch unterbringen sollten bezüglich einfacher Passworte. Bei Zwangsregistrierungen für kostenlose Angebote nehme ich selbstverständlich Nulli-Passworte wie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dabei ist es bei vielen Anwendungen sogar sinnvoll, kein eures Kennwort zu verwenden. Siehe auch Folie 8. Können Sie das unterschreiben, bestätigen? Ja, also insofern, dass man keine persönlichen Informationen in dem Passwort irgendwie mit einfließen lässt. Also wenn man jetzt sagt, auf der Seite habe ich keine persönlichen Informationen und mein Account ist so gesehen egal, dann macht ein Passwort wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 einfach, um ein Passwort zu haben, ist ein legitimer Weg. Okay. Gut. Was meinst du? Ich würde sagen, dass wir hier jetzt einen Cut machen müssen, um dem nächsten Referenten auch. Wir haben eine Menge Fragen gehabt in dieser Runde. Bitte entschuldigen Sie, wenn Ihre Frage jetzt nicht genannt werden konnte. Aber es war ein sehr, sehr lebhafter Chat. Und ich denke, vielen lieben Dank, Herr Hörnemann. Danke auch. Ja. Und, sehr schön. Gut gemacht. Sehr informativ. Sehen genau unsere Zuschauer ja ähnlich. Und wenn die Teilnehmer eben auch in Kontakt mit Herrn Hörnemann oder LWR7 treten möchten, dann finden Sie ja die Kontaktdaten auch auf unserer Homepage, denke ich. Ganz genau. Super. Wunderbar, Herr Hörnemann. Bis dann. Dankeschön. Vielen Dank. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Tschüss.